Hallo und willkommen beim zweiten Video in der Videoserie über die Zufallsvariable. Du solltest bereits wissen, was eine Zufallsvariable ist, und gemeinsam schauen wir uns den Erwartungswert an, wie du ihn berechnen kannst und später auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir sind beim Kästchen Erwartungswert. Hier heißt es, eine Zufallsvariable x kann n verschiedene Werte x1, x2, xn annehmen. Der Erwartungswert von x wird mit folgender Formel berechnet. E von x ist gleich x1 mal p von x ist gleich x1 plus x2 mal p von x ist gleich x2 etc. bis zum Wert xn. Daher heißt es auch, bei der Berechnung des Erwartungswerts sind die Wahrscheinlichkeiten wie Gewichte. Je größer die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert xi annimmt, desto höher ist xi gewichtet. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Überlege es dir so. Bei einer Notenverteilung einer Schularbeit haben wir zum Beispiel 4 Einser, 3 Zweier, 10 Dreier, 4 Vierer und 2 Fünfer. Hier müssen wir natürlich auch berücksichtigen, wie oft diese Note vorgekommen ist. Wenn wir mehr Dreier hatten, dann fallen diese natürlich mehr ins Gewicht, als wenn zum Beispiel mehr Zweier vorkommen würden. Oder mehr Fünfer, was wir natürlich nicht hoffen. Wir berechnen ja auch den Durchschnitt so traditionellerweise. Der Notendurchschnitt ist ja meistens so, dass wir 4 Einser haben plus die 3 Zweier und so weiter durch die Anzahl der Noten, die wir insgesamt hatten. Also wie viele Personen die Schularbeit geschrieben haben. Wir könnten es natürlich aber auch so anschreiben. Also die Einser mal jeweils den relativen Häufigkeiten. Also 4 durch 23 plus 2 mal 3 durch 23 und so weiter. Und erhalten den Notendurchschnitt 2,87. Ähnlich gehen wir bei diesen Beispielen vor. Das ist noch die Tabelle vom letzten Mal, vom vorherigen Video. Und jetzt geht es weiter. Das heißt, wir errechnen uns den Erwartungswert von x im Würfelbeispiel. 10 Euro mal der Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel plus 20 mal einem Sechstel und so weiter. Und wir erhalten auch hier 35 Euro für den Erwartungswert. Das ist jener Wert, den wir uns, wenn das oft genug wiederholt wird, erwarten können. Also, wenn alles gleichgewichtet ist, ist es entsprechend dem arithmetischen Mittel unserer Werte. Jetzt sind wir beim Kästchen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Zufallsvariable x kann die Werte 5, 10, 15, 20 und 25 annehmen. Die Wahrscheinlichkeiten für diese Werte sind im Säulendiagramm dargestellt. Berechne die folgenden Wahrscheinlichkeiten und später dann den Erwartungswert von x. Ich möchte dir wieder die Chance geben, zu schauen, wie weit du mit deinem Verständnis bist. Pausiere dazu das Video, überlege dir, wie du für die erste Aufgabe bei 1 vorgehen würdest und notiere deine Überlegungen. Wir vergleichen anschließend. Gut, für das erste, p von x ist größer als 15. Da kommen die Werte, die Wahrscheinlichkeit für 20 und die Wahrscheinlichkeit für 25 in Frage. Also es entspricht 0,2 plus 0,25. Das sind eben zum Beispiel genau diese beiden Säulen. Und eben wenn wir die beiden addieren, 0,2 plus 0,25 sind 0,45. Für das nächste Beispiel, x kleiner gleich 10, hier kommen die Werte für 5 und für 10 in Frage. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit 0,1 plus 0,25 ist 0,35. Und für den letzten Fall, zwischen 10 und 23, hier kommen die Werte für 15 und für 20 in Frage. Also 0,2 plus 0,2 ist gleich 0,4. Wir berechnen uns den Erwartungswert von x dazu. 5, also unser Wert 5, mal die zugehörigen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das ist dieser Eintrag. Plus 10 mal der nächsten Wahrscheinlichkeit, plus 15 mal der zugehörigen Wahrscheinlichkeit und so weiter. Und wir erhalten insgesamt 16,25. Was bedeutet das jetzt? 16,25 ist der Wert, den wir uns durchschnittlich bei genügend großer Anzahl von Wiederholungen erwarten können. Ich habe ihn dir jetzt gerade grafisch dargestellt.